Die ist zugeflogen. Und zwar mit dem Kopf durch die Scheibe. Clear. War sie da? Jetzt lebt sie hier. Und das hier ist Fernseher Nummer 1. Ehrlich gesagt, Pillepalle. Hier haben wir einen, hier haben wir einen und hier haben wir auch einen. Frau Moik, was ist das hier mit den Fernsehgeräten? Das ist doch nicht normal, drei in einem Raum. Das ist mein Mann. Der liebt diese Art von Fernsehen sehr. Ach. Und jetzt haben wir überhaupt ganz was Neues mit der 3D-Brille. 3D? 3D. Deswegen auch ja. Drei Fernseher, richtig? Ja, genau. So, wie andere Frauen Schuhe haben, ja. Hat ihr Mann Fernbedienungen. Mhm. Das sind wahrscheinlich nicht alle. Aber er kennt sich aus, ich nicht. Bitte. Sie haben ihm auch während der ganzen Fernsehzeit immer die Haare gemacht, sie haben sich um die Kleidung gekümmert, sie waren immer bei ihm. Ja, ja. So, ich glaube, wenn man so lange mitsammen ist und jemand diesen Beruf wählt, dann muss die Frau oder der Partner überhaupt mithelfen. Ja, gehen wir anders. Und Sie müssen auch das mithelfen, wenn hier der Empfang von dem Fernseher mal wieder schlecht ist. Ja, ja. So, wie ist das? Karl steht draußen und fummelt und Sie? Ja, und ich schreie, ob das Bild gut ist oder nicht gut ist. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal in die Fußstapfen von Karl Moik trete. Ja, das ist ein Sendezentrum hier. Dann funken wir mal zurück nach Köln. Die wunderbare Sabine Heinrich. Zu Gast den Allerheiligsten unseres heutigen Zimmerfreigastes Karl Moik. Sag mal, Karl, willst du damit mit zu Kontakt zu fernen Galaxien aufnehmen? Das waren ja nur 4 von 8, ne? Ja. Also er hat 8. Ja, er hat 8. Und wenn man ein Hobby hat, dann ist man nicht ganz normal. Und ich habe das Hobby wahnsinnig gern. Ich wollte es immer. Ich habe damals nur keinen Lehrplatz bekommen. Jetzt habe ich Werkzeugmacher lernen müssen. War auch hier in Köln bei einer Firma ganz weit fort da oben. Hm. Verstehst? Und ich erinnere mich noch ans letzte Mal. Ja, klar. Ja. Und ich habe das alles gelernt. Aber hör mal, das Irre ist, du hast die Schüsseln ja nicht zum Gucken, sondern zum Suchen. Er guckt nicht, er freut sich ein Bein ab, wenn er ein Testbild aus Indien findet. Zum Beispiel. Ja, das ist eben das Hobby. Ja? Ein Briefmarkensammler, wenn er die blaue Mauritius sieht, na, der dreht auch durch. Aber du könntest ja mal eine Sendung ganz gucken. Auf Indisch? Naja, ich meine, so ein Testbild ist schön, aber na. Es gibt schon andere Sendungen, die ich gerne sehe. Was guckst du denn? Oh, ich gucke gerne Tatort. Aha. Das gucke ich gerne. Ich sehe gerne technische Sendungen. Ich sehe gerne alles Mögliche, was irgendwie mit Technik und so weiter zusammenhängt. Ja. Was ist jetzt los? Keine Ahnung. Was ist denn? Ja. Mein Gott.